Publishing in digitalen Zeiten. Als erstes will ich Ihnen Mrs. Annie Simple vorstellen. Diese Dame, die Sie auch auf dem nächsten Printbook sehen werden, auf den Einladungen und auf der einen oder anderen Folie in den nächsten 1,5 Tagen, das wird unsere Begleiterin in dem Thema der digitalen Transformation. Wer kennt den Unterschied zwischen Putin und Google? Naja, Putin versucht, das Schreiben im Internet zu kontrollieren. Google kontrolliert das Finden von Informationen. Unser heutiges in digitalen Zeiten, unser heutiges Hauptkommunikationsmedium ist das Smartphone. Vielleicht noch ein bisschen Laptop, ein bisschen Tablet, sind digitale Devices. Wenn wir nach Informationen suchen, geben wir in den Schlitz von Google ein und finden Informationen. Wir finden die Informationen. Wir können über den ganzen Informationskosmos der Welt suchen. Kein Problem. Aber was wir finden, das bestimmt Google. Niemand anderes. Natürlich, auf der 500. Seite gibt es dann schon noch vielleicht relevante Informationen, aber wer schaut da noch rein? Was Knut Wassermann geschildert hat mit den Kids, ist auch ein sehr gutes Beispiel. Die Leute, das zeigen ja auch alle Statistiken, die Leute, die sehr stark digitalisiert sind, leben in der Gefahr, sich natürlich auch zu vereinsamen, weil sie nur noch mit ihrem digitalen Device kommunizieren, sitzen zu Hause und gehen nicht mehr auf die Straße. Es wird eine, man spricht da auch von einem Kokon, es wird eine Käseglocke über die Kommunikation gestülpt. Natürlich, mit dem Smartphone kann man überall hinkommunizieren, kein Thema, aber es ist ein abgeschlossener Kosmos. Wir bekommen auch nur noch die Informationen, die zu uns passen und die wir gerne lesen. Ob wir noch die Informationen bekommen, die uns nicht passt, das wissen wir gar nicht so genau. Digitale Kommunikation heißt, dass man in einer digitalen Käseglocke ist. Ist eine bittere Wahrheit. In welcher Branche ist denn Google? Wie? Werbung? Das ist natürlich richtig, super, sonst noch? Ich gebe ein Bier aus, das ist das von den Sponsoren. Hey, ich habe denen versprechen müssen, dass ich 5-mal Sponsoren sage in meiner Keynote. Das zählt auch. Werbung, was noch? Was noch? Ja, sehr gut. Sehr gut, Internet der Dinge, Michael. Autobau, auch Internet der Dinge. Information, sehr gut. Du bist schon sehr nahe dran, worauf ich raus will. Google ist in der digitalen Zugangskontrollbranche. Die kontrollieren unseren digitalen Zugang. Die kontrollieren unsere Kommunikation. Und alle tollen Produkte, die sie haben, die wir auch täglich nutzen, fußen darauf, dass sie den Zugang kontrollieren. Sind nicht die einzigen. Es gibt da noch ein paar prominente Vertreter, die auch in derselben Branche sind. Apple, Facebook, Amazon. Und alle Aktivitäten, die diese Konzerne tun, wenn man sie genau betrachtet, haben immer irgendetwas mit digitaler Zugangskontrolle zu tun. Manche funktionieren, manche nicht. Also es gibt auch Flops wie Google Glass oder das Amazon-Handy, dass die Funktion hat, dass man nur noch draufhalten muss, um dann sofort das Produkt bestellen zu können. Alles Dinge, die in der zweiten Sicht um Kontrolle gehen. Um die Kontrolle in dieser Glaskuppel. Ja, unsere Dame Annie Easy verspricht uns die grenzenlose Freiheit. Und das ist richtig. Ich kann mit meinem Smartphone mit jedem kommunizieren, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Ich kann über Amazon zu jeder Zeit überall Waren bestellen und sie mir auch überall hin liefern lassen. Ich kann mir per Musikstream jederzeit jedes Musikstück dieser Welt anhören. Ich habe die grenzenlose Freiheit. Google erlaubt es mir mit einem Schlitz, wo ich was eingebe, alle Informationen dieser Menschheit. Irgendwann wird es mehr Websites geben wie Menschen. Alle Informationen, die wir haben, die digitalisiert worden ist, zugreifen zu können. Ich habe die totale Freiheit. Wie Knut Wassermann schon gesagt hat, es wird alles digitalisiert,
was digitalisiert werden kann. Ich habe das in der Vorbereitung auch von Thomas Lukas Nüll, glaube ich, auch gelesen. Das ist auch ein Statement von Lukas Nüll. Auch, es wird alles digitalisiert, was digitalisiert werden kann. Das ist Freiheit, natürlich. Ich kann alles tun, ich habe Zugriff auf alles. Ist super. Aber es hat ja immer zwei Seiten, das wissen wir. Aber bevor wir da weitergehen, zur Entspannung, eine andere sehr wesentliche Frage. Vorschläge? Pink Floyd, welcher? Okay, guter Mann. Sehr guter Mann. Ich frage jetzt gar nicht mehr die anderen, weil ich bin da völlig derselben Meinung. Hey, nach dem zweiten, ey. Also die Frage, Sie sehen, Sie bekommen sehr viel mit, die Frage ist auch schon geklärt. Schauen wir uns mal den Prozess an. Musik ist ein wunderbares Beispiel, wie der Prozess von analog zu digital stattfindet. 100 Jahre circa, nageln Sie mich nicht fest, aber circa 100 Jahre gab es die LP, die Schallplatte. Eine ziemlich lange Zeit. Papier toppt das natürlich locker. 100 Jahre. Wir haben Informationen darüber erhalten, über Musik, indem wir mit anderen Leuten gesprochen haben, mit unseren Kumpels, mit unseren Freunden. Wir sind zum LP-Laden gegangen, haben dann den ganzen Nachmittag angehört und dann bestenfalls eine Single gekauft. Uns Radio. Das waren unsere Kanäle, wo wir über neue Musik in uns informieren konnten. Alles super. Dann kam die DVD. Sie wundern sich jetzt vielleicht über die 15 Jahre. Die 15 Jahre habe ich in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in den anderen Ländern aussieht. Ich bin auf die 15 Jahre gekommen, indem ich nachgeschaut habe, wann der Verkauf von DVDs explodiert ist, also wann diese Innovation wirksam war. Ich hatte Glück. Es gibt da tatsächlich einen signifikanten Sprung, wo es sich der Verkauf der DVDs verdoppelt hat, von einem Jahr auf dem anderen. Und dann habe ich den Zeitraum genommen, wann sich der Verkauf von den DVDs nach unten entwickelt hat, also gesunken ist. Und dieser ganze Zyklus, das waren nur 15 Jahre. Die CD hat nur 15 Jahre gelebt. Die Musik-CD. Aber wir haben es gemacht, wir haben mit Leuten gesprochen. Wir sind immer noch zu dem LP-Laden, der hat dann anfangs wenige CDs, dann viele CDs, am Ende hat er nur noch für die DJs LPs gehabt. Aber ich bin trotzdem zu meinem CD-Laden gegangen, meines Vertrauens. Gut, ich konnte mir die Single nicht mehr kaufen, konnte ich mir aber dann leisten, haben halt die CD gekauft. Radio und dann kam doch MTV, kam noch ein bisschen Fernsehen dazu. Dann kam Steve Jobs. Auf welchem Device hören Sie Musik? Smartphone. Wer hört noch Musik auf dem iPod? Ja. Noch 5 Stück? Wahnsinn, ein Mediendevice, das mal hochgelobt worden ist, wurde innerhalb von 5 oder 6 Jahren Zenit wieder weg. Denken Sie an die Innovationszyklen, 2 oder 3 Jahre und dann kommt wieder was Neues. Was hat Apple geschafft? Apple hat es zum ersten Mal geschafft, einen globalen Music Store zu etablieren, wo die Künstler auch mitmachen, wo wir dann digital gehört haben. Wir haben eine Grenze überschritten. Ich musste nicht mehr zum LP-Laden mir eine CD kaufen. Ich bin einfach ins Internet gegangen und konnte mir jederzeit jede Musik mir kaufen, die ich haben wollte. Grenzenlose Freiheit. Ich war nicht mehr gebunden an die Ladenzeiten von meinem LP-Laden. Aber es hat sich noch was anderes Dramatisches verändert, nämlich wie ich die Information bekomme, welche Musik ich mag, welche Musik ich kaufe. Und als erstes ist dann der Algorithmus plötzlich gekommen. Genius. Genius sagt mir, hey, du hast die und die LPs gekauft, willst du denn nicht mal das anhören? Ich gehe nicht mehr zum CD-Laden, ich rede auch vielleicht nicht mehr persönlich mit meinen Freunden über Musik. Das sagt mir der Algorithmus. Schlägt mir was vor.
Ja, und dann bin ich vielleicht in sozialen Netzen oder ich habe ein cooles Musikvideo gesehen und dann gibt es da auf YouTube 300.000 Likes. Dann sage ich, na, höre ich mir auch mal an. Also das persönliche Gespräch wird mehr durch soziale Netzwerke abgesetzt. Natürlich gibt es noch Fernsehen, ein bisschen Radio. Und auch die persönlichen Gespräche werden nach hinten, in der Priorität nach hinten gesetzt. Das ist auch, was sich verändert hat. Können Sie mal selbstkritisch auch überlegen, wie Sie heute, wenn Sie Musik konsumieren, wie Sie dazu kommen, welche Musik Sie hören. Wenn Sie an Ihre Jugend, also ich an meine Jugend denke, wie ich damals herausgefunden habe, welche Musik ich cool finde und welche ich mir anhöre. Okay, Transformation analog zu digital. Jetzt gehen wir mal noch mal ein bisschen ins Detail und schauen uns an, wie dieser digitale Transformationsprozess im Detail aussieht. Und da finde ich, gibt es auch eine bemerkenswertes Phänomen. Wir haben digitalisiert, das ist klar. Dann kommen wir in die Omnidistribution. Also in der zweiten, also in der ersten Phase, digitalisieren wir alles, was es zu digitalisieren gibt. Das, was wir von Knut Wassermann gehört haben. Danach kommt die zweite Phase. Nur herein. Für die neue dazugekommen, nur dass sie wissen, sie leben unter einer Käseglocke. Und zweitens, was er verpasst hat, Pink Floyd ist das coolste Album aller Zeiten. Nach der und das dritte ist noch, es wird alles digitalisiert, was man digitalisieren kann. Und das ist die erste Phase der digitalen Transformation. Die zweite Phase ist die Distribution, dass die Grenze der Distribution niedergerissen wird. Dass ich von überall bestellen kann und von überall die Ware bekommen kann. Im Beispiel der Musikvideos natürlich iTunes, wo ich mir dann die Software im Internet, die Musik im Internet kaufen kann. Und jetzt kommt der dritte entscheidende Schritt, dass wir in das digitale Leben einsteigen. Das ist auch unser Leben und unser Umgang mit Kommunikation, mit den Mediendevices nachhaltig prägt und verändert und auch uns prägt und unser Verhalten verändert. Wir eins damit werden. Wir haben das mal Living Digital genannt, der Titel vom Print-Day. Nur rein. Und bei Musik ist das, dass es nicht mehr im iTunes Store ist, sondern dass es gestreamt wird. Sie haben eine grenzenlose Freiheit. Für 99 im Monat können Sie jede Musik dieser Welt jederzeit an jedem Ort hören. Sie müssen nichts mehr kaufen. Für 99 im Monat können Sie die Musik aller Welt hören. Wie? Lästige Details, Sie wissen das oft. Ja, Sie sind hier auf einer Veranstaltung von Softwareherstellern, hier gibt es keine technischen Probleme. Ja, das ist völlig richtig. Kennen Sie den Überdeckungsgrad von Strom und Internet in Deutschland? Es gibt einen höheren Internetüberdeckungsgrad als Stromüberdeckungsgrad in Deutschland. Das wird natürlich massiv vorangetrieben. Es ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Aber das hat auch was mit letztendlich mit digitaler Zugangskontrolle zu tun. Als ich so in der Vorbereitung des Vortrages war, hat Dietmar Feld, ist Dietmar? Ist er oben? Ah, Dietmar. Hat Dietmar, Leiter Professional Service von uns, hat mir den Input gegeben, dass er gesagt hat, hat mir zwei Inputs gegeben. Hat er gesagt, naja, es wird ein Internet von zwei Klassen geben. Es wird ein langsames und es wird ein schnelles Internet geben. Das langsame wird noch vielleicht für alle verfügbar sein. Das schnelle Internet, dafür werden wir bezahlen.
ist auch eine Zweiklassengesellschaft im Internet, ist ein Bestandteil und ein Baustein der digitalen Zugangskontrolle. Da werden dann auch irgendwann mal die heute noch relativ freien Leitungen kontrolliert. Also die, nicht die langsamen, aber die schnellen Leitungen. Deswegen ist es ein sehr guter Hinweis. Jawohl, aber das wird geschehen. Dafür werden die großen Konzerne schon sorgen, dass wir überall vollständig digitalen Zugriff haben. Es ist eine tolle Freiheit, die wir haben. Aber es ist unter die Käseglocke digitales Leben mit der Zugangskontrolle von wenigen großen Internetkonzernen. Jetzt können Sie sagen, naja, Musik ist klar. Aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen. Und wieder alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Ich weiß nicht, wie gut Sie die Presse verfolgen, was letzte Woche kam. Man muss manchmal ja auch so zwischen den Zeilen hören und im Kleingedruckten. Da haben urplötzlich, nicht, dass Sie da gefragt worden wären, haben unisono ein paar Wirtschaftsweise und Volkswirte gesagt, also das mit dem analogen Geld, da müssen wir schon mal ein bisschen nachdenken, weil, naja, da gibt es Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, Drogengeld, das sind ja Riesenprobleme in unserer Gesellschaft. Nur rein, keine. Ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, aber wenn wir das komplett digitalisieren und das Bargeld abschaffen, hey, dann haben wir da gar keine Probleme mehr. Merken Sie was? Anderes Beispiel. Wir hatten von Ihnen Smartwatch. Sie haben es jetzt, die Vorderen haben es nicht gesehen. Es hat Herr Wirz gestreckt. Herr Wirz macht bei uns die Digitalstrategie, hält auch heute einen Vortrag. Das war ja klar, dass du wieder eine hast. Und die IT. Also die Kreativen und die Technikverliebten. Okay. Eine Smartwatch ist eine, was ist das? Was würden Sie sagen? Eine Uhr? Andere Vorschläge? Ich habe es nicht verstanden, Thorsten. Okay. Noch ein? Mit Pink Floyd ging es schneller. Wie? Ja? Sonst noch eine Idee? Ah, wer? Wer? Danke, Dietmar. War nicht abgesprochen. Es ist ein digitales Kontrollinstrument. Es ist ein digitales Kontrollinstrument, um 10% unseres Bruttosozialproduktes zu kontrollieren. Wir geben 10% unseres Bruttosozialproduktes für Gesundheit aus. Kann man sich fragen, wohin das ganze Geld geht? Irgendwie, ich habe den Eindruck, nicht zu den Kranken, sondern zur Pharmaindustrie, aber sei es, wie es will. 10% unseres Bruttosozialproduktes, und das ist eine Menge Kohle, geht in den Gesundheitsbereich. Wer hat von Ihnen ein modernes Auto, wo Ihnen das Auto sagt, dass es zur Inspektion muss? Ja, genau. Ja, es ist nur eine Frage der Zeit, wann Ihnen dann Apple oder das Hersteller sagt, dass Sie zur Inspektion müssen, nämlich zu Ihrem Arzt. Und wenn Sie das nicht tun, dann ist kein Problem, dann sagt aber Ihre Krankenkasse, naja, bisschen mehr Vorsorge wäre gar nicht schlecht. Hua. Komm, wir tun mal dein Risiko erhöhen. Es ist sehr, sehr smart, aber ist natürlich auch eine Art von Kontrollverlust. Und da geht es wirklich um das, da geht es wirklich um die 10% des Bruttosozialproduktes. Vor einem Jahr hat Apple Beats gekauft. Schicke, coole Kopfhörer haben so Promis drauf, so echt cool, ich weiß nicht, Sound muss fantastisch sein. Wie viel kosten schicke, coole Kopfhörer, Lifestyle-Marke, weiß es jemand? Was? Hm? Wissen Sie, wie viel Apple dafür bezahlt hat? Hat jemand die Zahl? 3 Milliarden, 2,7 Cash, 300 Millionen in Aktien. 3 Milliarden hat Apple für schicke, coole Kopfhörer hingelegt.
Das könnte man sagen, hätte man schon ein paar an der Ladentheke dafür kaufen können. 3 Milliarden durch 100. Rechnen Sie es aus, viele. Apple ist nicht doof. Apple hat natürlich keine Kopfhörer gekauft. Apple hat den Musikstreaming-Dienst von Beat gekauft, um genau in diesem Digitalisierungsgeschäft, wenn nämlich das komplette Musik in die Käseglocke geht, das Living Digital, dass sie da mitspielen können. Das ist 3 Milliarden wert. Da sind nicht mal ein paar User drauf. Beats hatte nicht mal ein paar, also verschwindend geringe Userzahlen. Die haben 3 Milliarden Euro für einen Algorithmus ausgegeben. Für ein Stück Software, das mit wenigen Sequenzen ermitteln kann, was ihr Musikgeschmack ist. Das ist 3 Milliarden Euro wert. Ein Stück Software, ein Stück Algorithmus. Willkommen in dem digitalen Leben. Wir können Knut Wassermann hat gesagt, naja, er ist kein Feind von Digitalisierung, egal wie Sie damit stehen, das kann man dafür, dagegen sein. Das ist einfach existent und wir müssen uns auseinandersetzen, mit welchen Erfolgsfaktoren wir unter dieser digitalen Käsekloppe operieren. Sie können gerne reinkommen, nur rein damit. Es hat vorne auch noch Platz, wenn Sie, vorne hat es noch 3 Plätze. Was ich Ihnen persönlich rüberbringen will, ist, Pink Floyd ist das beste Album aller Zeiten. Dark Side of the Moon. Über 100 Monate in den Top 100 LP-Charts in Amerika. Digitale Erfolgsfaktoren. Was hat Google und Co. so groß gemacht und so mächtig gemacht? Mrs. Annie Easy, unsere Begleiterin auf dem Print Day, hat es ja schon im Vornamen. Es ist dieser omnipotente Ansatz, alles zu machen, an jedem Ort dieser Welt, zu jeder Uhrzeit. Die totale Freiheit. Das ist ein Mantra dieses digitalen Zeitalters. Und alle Aktivitäten von Amazon, die Milliardeninvestitionen in Logistik, dient dazu, dass sie die Ware zu jeder Zeit an jeden Ort dieser Welt hin bewegen können. Die Investition und das Sichern von Patenten in Drohnen, angefangen in Australien, weil dort die Luftfahrgesetze sehr lasch sind, da können Sie schon mal mit Drohnen ein bisschen rumfahren, das ist so in Amerika und Deutschland noch ein bisschen schwieriger. Patente und Experimente und Prüfung, dass Drohnen uns die Pakete, jetzt sagen Sie nach Hause, ich sage an jeden Ort, wo wir es wollen, einfach per Luftpost transportieren werden. Das sind alles in Investitionen und Aktivitäten in das alles überall hin. Okay? Das zweite, fast noch wichtigere, ist das Simple and Smart. Bleiben wir bei Amazon. Mit was ist Amazon groß geworden? Das, was sie haben sich patentieren lassen. Ein Klick zur Bestellung. Das war damals revolutionär. Man musste sich nicht 40 Mal durch irgendeinen Shop klicken. Bei Amazon, wow, ein Klick und du hast es im Warenkorb. Die totale, simple Umgang. Google hat uns das Wissen der ganzen Menschheit zur Verfügung gestellt. Und was haben wir? Wir haben nur einen einzigen kleinen Schlitz rechts oben, wo wir irgendwas eingeben müssen, nur 2, 3 Worte und wir finden die Information. Simpler geht es nicht mehr. Wie kann es simpler sein, solange es den Gedankenadapter noch nicht gibt? Wie kann es simpler sein, wie auf das komplette Wissen der Menschheit über einen kleinen Schlitz mit 2 oder 3 Worten Zugriff zu haben? Unglaublich. Apple hat schon immer von seiner Einfachheit gelebt. Also Simplifizierung ist ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor in der digitalen Transformation. Und das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt in der B2B-Kommunikation.
B2B-Unternehmen müssen immer mehr kommunizieren wie ein B2C-Unternehmen. So, und jetzt sind die mal konfrontiert mit den richtigen Usern, die ab 18 Uhr abends, wenn sie das nicht zur Geschäftszeit machen, mit der totalen, simplen und smarten Welt von Google, Apple, Facebook, Amazon konfrontiert sind. Die sagen, hey, warum ist das nicht so simpel und so smart zwischen 8 Uhr und 18 Uhr? Warum habe ich da so komische Oberflächen, wo ich 50 Mal klicken muss, die ich nicht verstehe? Das wird den Leuten immer weniger klar zu machen sein. Das Zweite, was noch viel prägnanter ist als die Simplifizierung, ist die Intelligenz. Google ist erstens mit dem Schlitz eine Information eingeben. Ich finde die ganze Information groß geworden. Und natürlich mit der Intelligenz des Algorithmus die relevanten Daten uns richtig zu präsentieren. Wir finden, Klammer auf vermeintlich, Klammer zu, genau die Information, die wir haben wollten bei Google. Also der Algorithmus, die Intelligenz, die Information richtig zu finden. Denken Sie dran, Apple hat 3 Milliarden Euro für einen Algorithmus bezahlt. Die Intelligenz dieser Algorithmen ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt als Erfolgsfaktor in der digitalen Welt. Das geht noch einen Schritt weiter. Jedes Unternehmen hat so ein paar Glaubensgrundsätze, Werk 2 auch, darauf komme ich später. Google hat auch welches. Google, eine der Glaubensgrundsätze von Google ist Kontext. Sagen Sie mal, Kontext. Kontext bedeutet, dass die Algorithmen den Kontext, in dem wir uns befinden, in der aktuellen Situation wissen und analysieren und auswerten können. Kleines Beispiel gefällig. Spiegel hat, das ist der zweite Input von Herrn Feld, Spiegel pusht jetzt auf Facebook die Nachrichten. Soweit so gut, finde ich ja super, wenn ich auf Facebook bin, ich bin kein Facebook-User, ich rede also jetzt hier gerade nur vom Hörensagen, also wenn ich dann irgendwie auf Facebook bin, bekomme ich dann irgendwie die Feeds von Spiegel angezeigt. Super, brauche ich nicht mehr auf Spiegel online gehen, klasse. Spiegel hat sich bereit erklärt, dass Facebook die Feeds filtern darf. Facebook entscheidet, welche Spiegel-Feeds sie auf Facebook sehen. Ein Unternehmen, das nach dem Krieg zu einem der journalistisch integristen Verlagshäusern gehört haben, die Strauß zum Fall gebracht haben, lassen in den digitalen Zeiten sich jetzt vorschreiben durch eine Maschine, welche Informationen, die sie verfasst haben, noch angeschaut werden können. Mama mia, gute, schöne, neue digitale Zeiten. Digitaler Transformationsprozess. Was ist jetzt mit dem Spiegelfeed? Sie bekommen natürlich, wenn Sie in Deutschland sind, denken Sie an das Smartphone und denken Sie an die Käseglocke, ich bin in Deutschland, bekomme ich andere Spiegelnachrichten, wie wenn ich auf Mallorca aus meinem Flieger steige, dann bekomme ich nämlich die Nachrichten, die relevant für mich sind, die in diesem Augenblick relevant für mich sind, die in meinem Kontext, in dem ich mich befinde, relevant sind. Da bekomme ich dann die spanischen News. Deswegen, der Kontext ist ein ganz, ganz zentraler Aspekt in der digitalen Transformation. Dann sagen Sie, ja, das ist ja schon mal gut, das verstehe ich mit dem Aussteigen in dem Flieger. Es ist schon vorher auch, war ein sehr guter Hinweis, bei Google kam Maschinen, kam Autos, das läuft unter Internet der Dinge, gibt es auch Vorträge. Plötzlich kommunizieren auch die Maschinen untereinander. Zufälligerweise das neue, völlig offene Protokoll. Raten Sie mal, von wem das kommt. Na, Google natürlich. Maschinen tauschen Informationen aus und bringen den Algorithmen mehr Kontextinformationen. Das heißt, irgendwann weiß Google auch, wann ich meine Wäsche wasche. Die wissen dann auch, welche Wäsche ich wasche. Das sagt ihnen die intelligente, vernetzte Maschine schon, keine Sorge.
noch nicht beunruhigt. Ich setze noch einen drauf. Der dritte wesentliche Aspekt von Smart ist das Antizipieren. Amazon hat ein Patent, das ihnen ermöglicht, uns Ware nach Hause zu schicken. Ohne Bestellung natürlich. Die prognostizieren unseren zukünftigen Bedarf, was wir nicht mehr haben wollen können, sondern die sagen im Prinzip, was wir haben wollen. Die schicken uns die Ware zu und dann können wir sagen, naja, Amazon, super, war eine gute Idee, genau das brauchte ich. Ja, ich brauchte wieder Waschpulver oder was auch immer. Ich schicke es nicht zurück. Völlig smart, völlig intelligent. Das Vorhersagen von zukünftigen Kaufverhalten ist eine der wesentlichen Aspekte heute. Das Antizipieren auf die Zukunft, was wir haben wollen, ist gerade eine der ganz großen Themen in dieser digitalen Kommunikation. Es gibt Vorträge, die auch behaupten, dass die schon viel, viel besser sind, wie sie uns eigentlich vorgaukeln, um uns psychologisch uns nicht völlig abzuschrecken. Weiß ich nicht, aber kann ich mir schon irgendwie auch vorstellen. Also simpel und smart ist der zweite große Bereich der Erfolgsfaktoren in der digitalen Kommunikation. Also alles zu jeder Zeit, jeder von überall her, ganz einfach mit einem Klick und das absolut intelligent. Wir müssen uns um nichts mehr kümmern. Sie, die Kommunikation betreiben, müssen sich eigentlich auch um nichts mehr kümmern. Hey, wozu brauche ich eine Marketingabteilung? Brauche ich nicht mehr. Ich gebe Google ein bisschen Geld und die machen das für mich. Kontrollieren doch sowieso alles. Ich drücke halt, dann meinen Kommunikationszehnt ab. Ich weiß nicht genau für was. Es ist dann so wie im Mittelalter, da hat man halt auch für die Kirche 10% abgedrückt. Es war halt so. Auch nicht nur in der Kommunikation, wir als Einzeluser, das gilt auch für die Business-to-Business-Kommunikation, für unsere Kommunikation. Das wird ganz smart. Das fing an mit den kleinen Anzeigen bei Google. Ich habe nicht für die Anzeigen bezahlt. Ich habe gesagt, wenn jemand auf meine Website dadurch kam, dafür habe ich bezahlt. Ist total smart, total einfach. Bestellung ging, dann konnte ich sogar denen sagen, das mache ich so lange, bis mein 1.000-Euro-Budget aufgebraucht ist. Total simpel, ein Klick, total smart. Das hat nichts nur was mit unserem persönlichen Verhalten mit Medien zu tun, sondern auch wir als Kommunikationstreibende, als Unternehmen. Das alles und viel mehr, wäre es nicht, wenn ich der König von Deutschland wäre, aber das alles hat eine Konsequenz und die digitale Transformation bedeutet Kontrollverlust. Das kann man gut oder schlecht finden, das ist so, das ist heute schon, das ist gelebte Praxis. Das wird vielleicht nicht so prominent dargestellt, aber da müssen wir auch jeder von uns muss sich damit auseinandersetzen, auch in der Gesellschaft, wie er damit umgeht, aber es ist ein Fakt. Google hat mal gesagt, dass sie nie die Werbebanner nach oben setzen. Das haben sie dann irgendwo mal getan. Was heißt, wir haben auch einen Machtverlust in der Produktkommunikation. Und wie wir damit umgehen können, oder wenn wir mal wissen wollen, wie man mit Macht umgeht, fragen wir mal jemanden, dafür habe ich ein Video dabei. Wir brauchen gar nicht groß drum rumschwätzen, wenn wir marketingmäßig nicht demnächst was unternehmen, dann ist unsere Leadership-Position so schnell am Arsch, so schnell können wir gar nicht Google. Ich denke, Sie reagieren da ein bisschen über, lieber Kollege. Unser Branding ist nach wie vor hervorragend. Ich sage, dass wir uns ohne eine vernünftige Print- oder TV-Kampagne so schnell von Print- oder TV-Kampagne kann ja überhaupt gar keine Rede mehr sein. Wir leben ja nicht mehr im finsteren Mittelalter. Es haben sich heutzutage ganz neue Marketinginstrumente aufgetan und das ist auch der Grund, warum ich diese Sitzung einberufen habe, dass wir das heute mal durchsprechen. Also bei allem Respekt, aber was soll man denn außer Print oder TV anders machen? Meine sehr verehrten Vorstandskollegen, wir werden im Marketing ab sofort brandneue Wege beschreiten.
Virales Marketing heißt das große Zauberwort. Ein vollkommen neues Feld. Virales Marketing und was Neues, jetzt mache ich mir aber wirklich gleich in die Hose, das steht doch heutzutage schon in der Bildzeitung. Das ist doch nichts Besonderes mehr, das macht doch wirklich jedes kleine Handwerkerle. Der Unterschied ist bloß, dass wir mehr Kohle haben als das kleine Handwerkerle. Jedes Budget, das man für so einen Hokuspokus ausgibt, ist doch zum Fenster ausgeschmissen. Ich verstehe überhaupt gar nicht, dass ihr auf sowas reinfallet. Mit so einem Hennendreck, da triggern Sie doch keine einzige Purchase Decision. Also ich hätte das Geld lieber sparen. An Ihrer Stelle hätte ich meinen fetten Arsch nicht auf meine Lorbeere breit hocken. Virales Marketing ist ein absolut machtvolles Werbeinstrument, von dem Sie keine Ahnung haben. Das war ja klar, dass Sie wieder mit Ihrer Besserwisserei kommen, Herr Weder. Das ist wirklich unfassbar, dass Sie glauben, Sie könnten mit Ihrem schwarzen Werbeanzügel hier irgendwo hinterm Ofen vorlocken. Fällt bloß nur, dass Sie einen schwarzen Rollkragenpulli anziehen. Kannst du das gerade bitte nochmal sagen? Jetzt ist genug. Herr Weder, lass jetzt den Mann in Ruhe. Wenn's unbedingt sein muss. Sie streitsüchtig, Herr Grasdackel. Ich sehe mich außerstande, dieser bescheuerten Streiterei hier noch weiter Raum einzuräumen und deswegen treffe ich jetzt eine alleinige Entscheidung. Unser gesamter Werbeetat geht ab sofort ins virale Marketing. Das Video ist mehrmals auf YouTube zu finden, 10 Millionen Klicks. Über virales Marketing und wie Sie viral kommunizieren können. Es gibt natürlich auch Wege, gegen die dunkle Seite der Macht zu kämpfen. Soziale Netzwerke helfen uns dabei. Wir müssen natürlich auch in der Kommunikation manche Dinge anders angehen. Wie können wir Produktkommunikation in digitalen Zeiten umgehen? Virales Marketing mit sozialen Netzwerken ist ein Beispiel. Wir können die digitale Eintrittsgebühr bezahlen. Das müssen wir teilweise auch tun. Mal die Channel-Kommunikation verbessern. Da der Hinweis auf den nächsten Print-Day, Touchpoint, da wird es genau darum gehen. Print, Überraschung. Da komme ich gleich noch drauf. Und natürlich die Erhöhung der Relevanz. Zu Print ganz kurz nur. Nein, das ist kein Copy-Paste-Fehler, liebe Drucker, liebe anwesende Drucker. Das ist genau dasselbe. Das bedeutet ein völliges Umdenken der Druckindustrie. Aber in den digitalen Zeiten sind die Erfolgsfaktoren für Druck genau dieselben wie in der digitalen Welt. Aber ich möchte viel lieber über Relevanz sprechen. Relevanz nämlich bedeutet, dass wir in diesem Informationskosmos gefunden werden. Ich bin relevant für Google, ich bin auf der ersten Seite. Ich bin relevant von Apple, vielleicht ist mal meine App auf dem Apple Store ganz weit oben, was auch immer. Ich kümmere mich um Relevanz. Relevanz erzeugen Sie über Content. Das ist eine der schärfsten Waffen, die wir haben. Es gibt unterschiedlichsten Art von Content. Es geht da nicht nur um Produktdaten, es geht um Stammdaten, Kundendaten. Es geht um die Content der User und den User-Generated Content. Es geht um die Benutzerdaten, Big Data. Da komme ich nachher nochmal drauf. Relevanz geht aber auch in eine andere Richtung. Und das ist, die Konsumenten entdecken ihre Macht. Wenn Sie früher ein Produkt, einen Service gehabt haben, das mal nicht funktioniert hat. Hatten Sie eine Beschwerde? Naja, kommt immer gut, kommt immer vor. Heute, wenn sich das häuft, haben Sie durch soziale Netzwerke plötzlich eine Vervielfachung. Und denken Sie an der Kommunikation, eine schlechte Nachricht müssen Sie durch 10 gute Nachrichten kompensieren. Wenn einmal was Schlechtes passiert, müssen Sie 10 gute Sachen machen, dass das wieder auf einem Gleichgewicht ist. Zu Zeiten der sozialen Netzwerke hochgefährlich. Wir brauchen ganz andere Verständnisse an die Qualität unserer Produkte und an unsere Services. Weil die Konsumenten entdecken ihre Macht. Wir werden so gesehen aus zwei Ecken in die Zange genommen. Einerseits von Google und Co. und auf der anderen Seite von den Konsumenten. Dann sagen wir ja, na, König ist Kunde. Wer sieht von Ihnen, dass dies ein zentrales Aspekt ist, dass die Kundenzentrierung eine der wichtigsten Prioritäten in unserer Kundenkommunikation hat? Wer sieht das so? Okay. Dann Gegenprobe, das will ich mal wirklich sehen. Wer denkt, dass wir auf die Kundenzentrierung eigentlich in der Kommunikation mehr oder weniger pfeifen können?
Ich bin wohl der Einzige hier. Warum das so ist, sehen wir gleich. Dazu möchte ich Ihnen jetzt etwas präsentieren, nämlich unser internes Werk 2 Kommunikationsmodell. Auf diesem fußt eigentlich unsere ganze Strategie der letzten 5 Jahre. Das entwickelt sich natürlich immer weiter. Ein Modell ist immer nur so gut, wie es Dinge, die passieren, erklären kann. Kein Modell ist richtig oder falsch. Es hilft, Dinge zu erklären und richtige Entscheidungen zu treffen. Und das möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Wir sehen 4 Kommunikationswelten. Ich fange mal mit der an, was meistens vergessen wird in den Gesprächen, nämlich die menschliche Interaktion. Wenn man immer diese Customer Journey Präsentation sieht, sieht man 1000 Systeme, aber man sieht nie den Menschen. Hey, und Menschen kommunizieren untereinander. Da gibt es auch noch sowas wie Vertrieb und da gibt es Events, so was wir gerade machen. Das ist die menschliche Kommunikation. Das zweite ist das Publizieren. Das klassische Publizieren, dass es einen Herausgeber gibt, jemand, der sich um Content kümmert, der das freigibt und es publiziert und dafür auch gerade steht. Das dritte sind soziale Netzwerke. Da entsteht eine Botschaft, dadurch, indem viele Menschen kommunizieren und durch das viele Kommunizieren völlig chaotisch nicht kontrolliert, entstehen neue Nachrichten. Und wir haben die Welt, wo ein Algorithmus 3 Milliarden Euro kostet. Und diese Welt ist kontextbezogen, das erwähnte ich schon, und triggerbezogen. Ein Trigger ist, wenn ich ein Stichwort in Google suche. Ein Trigger ist, wenn ich aus dem Passagierflugzeug in Spanien aussteige. Ein Trigger ist, wenn ich mal ein bisschen mehr Herzfrequenz habe. Alles Trigger, die meisten nicht mehr kontrolliert. Und da reden wir sowohl von der Kommunikation von Menschen und Maschine. Das sind 4 Kommunikationswelten, die wir sehen. Und das Living Digital, der Schwerpunkt dieser Print Days, ist eigentlich, dass so 2/3, je nachdem wie man rechnet, eigentlich von dieser digitalen Transformation vollständig zu 100% eingenommen sind. Das ist etwas, was wir nicht verändern können. Denken Sie an die digitale Käseglocke. Dieses Modell kann Ihnen auch helfen zu entscheiden, denken Sie an Content is King, kann Ihnen auch helfen zu entscheiden, wie Ihre Content-Strategie ist, weil die Relevanz Ihres Contents ist für die einzelnen 4 Kommunikationswelten unterschiedlich. Charts haben Sie dann auf der DVD, können Sie sich im Detail anschauen. Gehen wir noch mal ein bisschen ein in Kommunikation und Kanäle. Es gibt natürlich den Begriff Omnichannel. Naja, also man spricht ja eigentlich nicht mehr vom Multichannel, sondern vom Omnichannel, weil es so gesehen nur einen Kanal gibt, der von der Kommunikation zur geschäftlichen Transaktion führt. Denken Sie an Mrs. Annie. Von überall alles zu jeder Zeit in einem Bestellkanal. Das ist die Idee hinter Omnichannel. Aber unsere 4 Kommunikationswelten bringen natürlich das in den Omnichannel-Kanal. Als Einstieg, die Customer Journey ist ja immer häufig benannt und da wollen wir im Prinzip, sehen wir das so, wir haben die 4 Kommunikationswelten, wir haben unsere Devices, das persönliche Gespräch ist auch ein Mediendevice und dahinter haben wir Touchpoints. Also wenn wir über die Customer Journey sprechen, müssen wir eigentlicherweise über Kommunikationswelten sprechen, über die Devices und über die Touchpoints. Also manche Touchpoints funktionieren auf mehreren Devices, aber bewegen sich in einer Kommunikationswelt. Und wenn man die Customer Journey mehr analysiert, haben wir so gesehen 4 Dimensionen. Wir haben natürlich die zeitliche Dimension, wo wir dem Kunden Anstoß geben, wo er sich informiert, wo er kauft, wo wir die Bestellaktion machen und dann in den After-Sales-Bereich gehen. Das ist die zeitliche Entwicklung des Kunden. Und wir haben 3 Dimensionen noch dazu, Kommunikationswelten, in denen wir uns bewegen, auf welchem Device wir operieren und welche Touchpoints. Also so gesehen hat die Customer Journey 4 Dimensionen, die zu berücksichtigen gilt, nicht nur 1 oder 2. Jetzt noch ein bisschen Publishing in digitalen Zeiten. Gehen wir noch ein bisschen ins Publizieren rein.
Publizieren hat heute zwei Welten. Es hat die digitale Form und es hat die analoge Form. Wenn Sie eine Website betreiben ohne Shop, ist es ein Publizieren. Wenn Sie einen Blog haben, ist es Publizieren halt im Web, Web-Publishing. Und dann haben wir das gute, alte, ehrwürdige Publizieren auf Print. Und wenn man sich den Content anschaut, haben wir folgende Unterscheidung. Wir haben beim Web, eigentlich ist das sehr simpel, wir haben einen Artikel oder sowas. Ich schreibe den, lasse den Korrektur lesen, drücke aufs Knöpfchen, ist publiziert. Bei Print ist das ein bisschen schwieriger. Wir haben eine Edition, wir machen einen Katalog, wo wir die Informationen zusammenführen müssen, oder ein Magazin, was auch immer. Wir haben einzelne Artikel, die wir freigeben müssen, und wir haben auch noch Produktdaten. Also Print ist dahingehend immer komplizierter, ist manchmal für die E-Commerce-Leute nicht zu begreifen, aber so ist das, liebe Onliner. Und dann haben wir noch in dem Papierumfeld noch die Fortführung von Papier mit anderen Mitteln, und das nennt man PDF. Es ist natürlich genau ein limitiertes Format, ich drucke es halt nicht mehr aus oder ich schicke es nicht mehr zum Drucker, vielleicht macht es mein Kunde, deswegen tue ich manche dieser Print-Publikationen auf PDF. Print, die dreiklassige Teilung, Corporate Publishing, Produktkommunikation und technische Dokumentation. Das ist die Welt des Publizierens. Wir glauben, es ist eine unserer drei Visionen, die uns treiben in der Print Suite 4, wir haben drei Visionen. Die erste ist, dass wir sagen, es werden Publikationen, bestimmte analoge Publikationen digital nativ werden, aber es ist immer noch eine Publikation, die sich in sich geschlossen ist, die dann aber auch nativ für die digitalen Devices wie Smartphone, Tablet, Laptop eingesetzt werden. Also es findet eine Fortsetzung des Publizierens, eine Transformation von manchen Publikationen oder von neuen Arten von Publikationen in das Digitale, auf ein natives digitales Medium. Das motiviert uns für zwei für uns sehr kostenintensiven Innovationen. Das eine ist der Publishing Hub, die Möglichkeit, unterschiedlichste Datenquellen, unterschiedlichsten Arten zu integrieren. Eine Schnittstelle ist, dass wir den redaktionellen Content aus dem Web-Publishing in den Printprozess bekommen. Und das andere ist, für die digitale Transformation von Publikationen native Printpublikationen basierend auf Web-Apps zu unterstützen. Zwei wesentliche Entwicklungsvorhaben. Eins ist schon released und ist schon hochproduktiv im Einsatz. Das andere, der Web-App-Server, wird heute Nachmittag vorgestellt, der erste Prototyp. Wenn Sie jetzt sich nochmal anschauen, ich hebe nochmal meine Hand, ne, ich sage, das ist nicht so wichtig. Wenn Sie das mit unserem Kommunikationsmodell in Verbindung bringen, erkennen Sie Folgendes, dass es beim Publizieren um eine Zielgruppe geht. Wir machen neue Kundenkatalog, wir machen Katalog. Typischerweise ist die Zielgruppe relativ ungenau. Im Vergleich zur digitalen Kommunikation, E-Commerce, Webshop, haben wir heute eine 1:1-Kommunikation. Die Recommendation Engine präsentiert uns irgendwelche Ergebnisse auf dem Webshop, 1:1, basierend auf den Benutzerdaten. Also publizieren die Zielgruppe, digitale Kommunikation der Benutzer und die zwei anderen Kommunikationswelten, da geht es um den Menschen. Bei einem menschlichen Gespräch geht es um den Menschen, und wenn ich in sozialen Netzwerken bin, kommunizieren auch Menschen unter sich. Und da gesehen sehe ich hier auf diesem Chart keinen Kunde. Deswegen sage ich, Kunde hat nicht Top-Priorität. Das können Sie gerne zitieren. Weil wir nicht mit Usern oder Kunden kommunizieren, wir kommunizieren mit Menschen. Und der User und der Kunde ist nur ein temporärer Kontext. Natürlich ist Kunde einer der entscheidendsten Kontexte. Natürlich. Aber nicht in unserer Kommunikationsstrategie. Ich habe viel über Antizipieren gesprochen. Über das kurzfristige Antizipieren. Denken Sie über das langfristige nach. Sie sind Automobilhändler. Wann machen Sie die erste Werbung für einen Kunden? Wenn er 18 ist, wenn er einen Führerschein hat. Und wenn Sie eine Premium-Marke sind, warten Sie noch ein paar Jahre, wenn er das Studium fertig hat.
Außer Sie wissen, dass Sie reiche Eltern haben, dann fangen Sie doch wieder mit 18 an. Passendes Geburtstagsgeschenk. Aber was auch immer, Sie fangen mit 18 an. Wenn Sie aber den Menschen in den Mittelpunkt Ihrer Kommunikation stellen, dann kommen Sie sehr schnell zu dem Schluss, dass Sie sagen, nee, eigentlich muss ich mit dem Freund viel früher anfangen zu kommunizieren, nämlich mit 5 oder 6. Ich baue eine Beziehung zu dem Menschen auf. Auch wenn er erst in 10 oder 15 Jahren Kunde von mir wird oder erst in 20 Jahren. Ich antizipiere sein zukünftiges Verhalten. Deswegen sage ich, ja, der Mensch, auch als Unterscheidungsmerkmal gegenüber Google und Co., den Menschen in den Mittelpunkt der Kommunikation zu setzen, halte ich schon für wichtig. Kurz, das Prinzwied-Spektrum. Prinzwied ist publizieren, wir machen nichts anderes, wir wollen das auch nicht anderes tun, aber was wir jetzt mit der Prinzwied 4 natürlich machen, ist, die Kommunikationswelten zu vernetzen. Das bedeutet in der menschlichen Interaktion, dass wir on-demand Kataloge drucken für ein Verkaufsgespräch oder Verkaufsunterlagen, ob sie dann gedruckt werden oder ob sie nur in einer digitalen Version ist. Wir wollen durch native digitale Publikation die Kunden in die sozialen Netze, da eine Brücke schaffen und natürlich für die transaktionskontextsensitive digitale Kommunikation wollen wir ein Commerce-Driven Publishing machen, dass aus jedem Trigger, der stattfindet, auch eine Publishing-Transaktion stattfinden kann. Ist eine Vision von uns. Deswegen haben wir den Print-Comet-PDF-Renderer entwickelt, der sehr, sehr schnell sehr viele Seiten generieren kann. Das ist unsere Vision und das ist auch die Investition, die wir in die Print-Suite tätigen, aus dem Grund, nur dass Sie das auch mal vielleicht ein bisschen den Kontext der Überlegungen, den Hintergrund der Überlegungen besser verstehen. Und das mündet ja heute in unsere Aussage, dass in der Mitte der Publishing Hub ist, die Middleware, die alles verbindet. Wir dann natürlich unsere klassischen Ausgabekomponenten haben mit den neuen Comet PDF Renderer und ab 4.1 den Web App Server HTML5 Renderer und unsere webbasierenden Komponenten Publishing Management, Whiteboard und Publication Planner. Zusammenfassend, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich habe zu viel über Pink Floyd gesprochen. Zusammenfassend, was ich Ihnen als Impuls geben wollte, ist, dass wir unter einer digitalen Glaskugel sitzen, die sehr, sehr smart bedient wird von wenigen großen Internetkonzernen, die uns sehr, sehr viel Freiheiten gibt. Freiheit bedeutet aber auch, dass wir als Kommunizierende die Relevanzfrage stellen müssen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, kann ich Ihnen nur unsere 4 Kommunikationswelten-Idee auf den Weg zu geben, dass Sie vielleicht Dinge auch mal ein bisschen quer sprechen, was dann auch in unsere Produktstrategie führt mit Publishing Hub, Comet PDF Renderer, Web App Server. Ganz kurz nochmal zusammengefasst. An diesem Punkt erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Herzlichen Dank auch von meiner Seite.